Ja, moin, willkommen jetzt zu Star Wars Empire 2. Wir machen jetzt weiter. Im letzten Part haben wir ja Hutt verteidigt gegen die Sand-Konsortium, das sich hier über Bespin vorbeigeschlichen hat. Ich mache da jetzt erstmal direkt die Korruption weg. Oh, genau, wir kaufen einfach irgendwas. Ich brauche eh alles für die nächste Stufe. Und wir haben, glaube ich, fast letzte Part, ja, versucht, Solos im Raum einzunehmen. Lief nicht so gut, da die Flotten da noch ziemlich stark sind. Also meine Flotte hat nicht gereicht dafür. Und ich warte jetzt noch auf die besseren Schiffe ab Stufe 5. Sollte jetzt relativ schnell gehen. Nebenbei können wir ein bisschen Geld sparen. Und ich muss jetzt Hood im Auge behalten, weil wir da kein Hyper-V haben. Ansonsten haben wir überall vollgebaut, ne? Ja gut, nur die Orbiter auf manchen Planeten fehlen noch. Das liegt daran, dass wir noch keine höheren Raumstationsstufen bauen können von der Tischstufe her. Aber es läuft schon ruhig. Wenn man jetzt an Allianz Staffel 2 dringt, wo echt andauernd Gegner kamen, darauf habe ich echt keine Lust. Also ich habe Bock später, wenn wir sowieso so eine solide Wirtschaft haben, wo ich dann auch mal angreifen darf und nicht, wie viele Parts habe ich das erste Mal gebraucht? 15 Parts oder so, nur in Verteidigungsschlachten setze, weil ich einfach nicht vorankomme und das Imperium natürlich auf höheren Schwierigkeitsstufen irgendwoher eine fette Flotte kriegt mit Schiffen, die das Imperium überhaupt gar nicht produzieren kann, finde ich das schon ziemlich unfair. Deshalb, ja, machen wir es in Ruhe und dann später geht dann die schlimme Action los. Außer natürlich, der Bug kommt wieder. Ich hoffe mal, der kommt nicht so schnell oder kommt gar nicht, das wäre noch besser. Na, ansonsten müssen wir jetzt der Stufe 5 sein, oder? Geil. Stufe 5. Ja, hier haben wir auch neue Jäger bekommen, cool. Ja, und hier gibt es natürlich jetzt tolle Sachen zu kaufen. Ja, hier den 108. Die sind auch ziemlich geil hier. Und wir können MC-104 kaufen, einen Bulwrak-Kreuzer, können sogar richtige Flotten jetzt kaufen. Das ist cool. Ich rüste trotzdem mal die Teststufe auf. Ah, hier, genau, die Schiffe meinte ich. Die hier. Ja, dies meinte ich. Das will ich nämlich, die will ich benutzen für meinen Angriff auf Solost. Fahrzeuge haben wir noch nicht, ein bisschen was Neues. Wir können dann gleich trotzdem noch Sachen kaufen. Auch wenn wir schon Stufe 5 sind, können wir trotzdem noch nebenbei ein paar Sachen kaufen. Also neue Schiffsarten und so weiter, glaube ich. Müssen wir gleich mal gucken, wenn der SVD2 wieder da ist. Also Tech. Nee? Echt nicht? Das ging jetzt so. Ja, oh gut, dann habe ich keine Verwendung mehr für euch, dann könnt ihr auf den Boden. Hä, das ging doch früher so. Also man konnte ab Stufe 5 nochmal... echt nicht? Tarnische Kreuz haben wir übrigens hier auch. Majestic, die sind auch ziemlich cool. C60. Sonst musste ich eigentlich nochmal irgendwo ein bisschen... hier genau, hier noch eine Raumstationsstufe raushauen. Damit unsere Abwehr da verbessert wird. Das denn hier? Rotes T42. Ist natürlich geil, davon können wir uns später mal ein paar einpacken. Aber erstmal hole ich hier noch die letzte Technologiestufe hoch. Ja, die letzte Rebellen-Raumstationsstufe. Das sind E-Wings, die kenne ich noch. Das Rotes X-Wing, ne? Ja, ne, XJ-Wing, okay. Oh, Raumüberlegenheitsjäger. Und ihr auch? Ne, das sind Bomber. Das ist gut. Ich habe nicht voll Bock auf mehr Raumüberlegenheitsjäger. Okay, was ist das da? Okay. Nicht viel. Wahrscheinlich nachher auch die Party abgehen. So, wir können jetzt hier erstmal ein paar alte Sachen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Schon mal wieder Geld für neue Schiffe. Ah, diese sind noch ziemlich gut, die behalten wir. Korruption? Wo? Da. Schwarzmarkt. Eigentlich profitieren wir auch davon, ne? Wir kriegen da billigere Schiffe.
Aber ich habe halt keine Lust, dass die Klassen-Konstellation davon was habe ich jetzt gesagt? Ich habe vergessen, wie das heißt. Profitiert, genau. So, wir snacken uns noch ein bisschen Geld wieder. Ich glaube, Sarapin und Tatooine gab am meisten. Muss ich mal gleich drauf achten. Jetzt haben wir genug davon. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns noch ein paar davon. Aber wir können uns auch ein paar von denen holen. Von den Liberator-Kreuzern. Aber jetzt habe ich kein Geld mehr für. Ja, egal, dann mache ich das eben weg. So, jetzt haben wir dort schön Knete wieder. Also bekommen wir ziemlich Geld. Aber das stört mich immer noch, dass einfach so wenig Geld insgesamt reinkommt. 4000 ist nicht viel. Für jetzt, dass ich überall Schmuggel gemacht habe. Die sind teuer hier, ne? Ja. Ach, du hast gar keine Jäger, ne? Dann lasse ich das mal lieber. Die haben Raumüberlegenheitsjäger, das ist nice. Man geht so langsam auch die Einlandkapazität flöten, ne? Können wir eigentlich neue Schiffe bauen? Nee. Die sind geil. Die sind richtig cool. Ich weiß noch, die sind richtig heftig. Habe ich zwar gesagt, können wir mal kaufen später. Und das werden wir uns natürlich auch noch kaufen. Apropos, warum kann ich keine, hier, wie sie heißen, hier. Trident, Sternverteidiger, republikanische Sternzerstörer und so weiter noch nicht kaufen. Auf Solos weiß ich gar nicht, die Solos dort kaufen. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten war das denn? Wahrscheinlich ja später sehen. Na komm. So, ich denke mal, mit der anderen Flotte und diesen Schiffen sollte es dann reichen, Solos anzugreifen. Ja, aber ich muss ein paar Schiffe hier lassen. Obwohl hier Stufe 5, ne? Dann lasse ich nur die Trägerschiffe hier. Ja, du kannst von mir aus auch hier bleiben. Ja, und den Trend Dreadnought nehme ich mit. Ob ich mir noch ein paar von denen hier holen soll? Die Liberator-Trägerschiffe? Ich habe auch eigentlich gedacht, dass... wo sind die? Die hier viele Jäger bringen, aber das stimmt ja gar nicht. Oh, Korruption. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich weiß, was ich mache. Obwohl, das wurde nicht billiger von, ne? Schade. Oder? Nee. Warte, ich meine mal 101. Ach ja, gut. Diese paar Credits da. Brauche ich nicht unbedingt. Ich habe nicht überlegt. Obwohl, ich... Komm, ich packe mal... Obwohl, nee, wir haben nicht genug Einheitenkapazität. Wir haben nicht genug Einheitenkapazität im Moment. Denn wenn ich jetzt so viele Raumlinienjäger hole, kann ich keine anderen Schiffe mehr kaufen. Deshalb haben wir nochmal hier Teststufe. Warum sag ich mal Teststufe, Raumstationstufe? Ja, wenn wir waren, kann ja noch irgendwas erzählen, ne? Oh, warte mal, wenn wir hier, hier und hier... Alter, bekommen wir ja voll viel Credits durch die Handelsrouten, ne? Ja, bringt auch nochmal ordentlich einen Batzen Geld. Na, muss ich wieder ein bisschen schmuggeln. Ich bin immer noch auf Teststufe 1 anscheinend. Das ist scheiße, wenn die sich nicht hochtesten, also mit den Teststufen. Komm, kaufe ich noch einen und dann greifen wir an, dann muss es reichen. Wenn es dann nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich frage mich, warum Mon Mothra eigentlich kein Schiff hat. Weil die hat ja überhaupt kein Schiff. Die hat ja weder noch ein Fahrzeug für den Boden, noch ein Schiff. Finden wir schwachsinnig. Weißt du, die ist die große Rebellenanführerin und hat nicht mal ein eigenes Schiff. Einheitenkapazität. Wie viel verbrauchst du? 3. Und
du brauchst. Du brauchst 6, das ist scheiße. Auch 6, nicht 6, sondern 6. Machst du eigentlich? Nein, das wollte ich gar nicht. Macht dieser Held eigentlich auch Sachen billiger? Nee, ne? Nee, schade. Okay, das macht anscheinend nur Mothra. Ich würde mal sagen, dann schicke ich mal Mothra hier runter und schicke den anderen Held hoch. Oh, ich sehe gerade, wir können sogar Dauntless-Kreuz MK3 schon machen. Junge, was? Das ist wichtig denn? Das ist Arbeitsverweigerung. Da kommen wir euch noch den und dann ist unsere eine Kapazität hier voll. Dann können wir angreifen. Das werde ich auch noch in dem Part machen. Scheißegal, wie lange das dauert. Dafür habe ich jetzt den 10 Minuten hier in der Übersichtskarte gesessen. Deshalb. Also in der Galaxie-Eroberungskarte. Ach ja, wir haben übrigens ja neue Helden, ne? Hier Kyle Katarn. Yoda haben wir auch noch bekommen. Wo ist eigentlich dieser eine Held, der Garn Belibus? Den konnte man auf irgendeinem Planeten, glaube ich, bauen, aber warum haben wir den denn nicht so bekommen? Oder haben wir den irgendwo? Nein. Hier ist nur Luke, wo wir waren. Nö. Seid ihr fertig? Wunderbar. So, wenn das jetzt nicht reicht, ne, dann ist das verzweifelt. Dann nehme ich einen anderen Planet ein. Ich glaube, wir müssen mal kein Dauntless-Kreuz zerstört. Nein, nee. Produktionsschub Liberator-Kreuz, alles klar. Du bist dafür, da. Na, so, jetzt sind die Schilde schon down. Ich versuche mal gerade ein bisschen meine Flotte aufzuteilen. Gut, wir haben noch ein bisschen was in Reserve. Jetzt bekommen wir auch mehr Fighter als letztes Mal. Und noch ein paar Raumlinge als Jäger. Hier haben wir sie nämlich übrigens, die XJ-Wing, genau, ne? Ja. Ja, genau. Ich glaube, die haben sogar Raketen und sowas. Ionenimpulsreaktoren ausgestattet. Oh, die können sogar Systeme deaktivieren. Das ist natürlich nice. Ja, dann würde ich sagen, dürft ihr mal alle Angriffsbewegungen hier machen. Und auch die Bomber. Ja, das sieht doch schon mal besser aus als letztes Mal. Das müssen wir uns natürlich noch ein bisschen weiter aufteilen. Ich mag das eigentlich nicht so, meine Schiffe aufzuteilen. Ja, weil ich da eine größere Front halten muss. Aber na gut, bringt halt nichts. Müssen wir durch. Wir sind schneller durchgebrochen als letztes Mal. Ich wüsste mal gern, wo da schießt auf die X-Wings oder was. Na gut. Ihr seht, diese Kleinschiffe sind natürlich auch noch übelst geil gegen Jäger, mit ihren kleinen Geschützen. Deshalb, ihr wisst ja sowieso, dass ich eh kaum große Schiffe nehme. Ich habe es nur ein Kolossuskreuz allgemein so als Flaggschiff genommen. Ich meine, das kann ziemlich weit schießen, ist halt so eine Art Unterstützungsschiff. Ja, kann sich sehen lassen, ne? Ich frage mich jetzt, wo langsam die Dauntless-Kreuzer bleiben. Letztes Mal waren die so schnell da. Das brauchen die irgendwie ganz schön lange schon. Soll mich aber nicht stören. Wir wollen erstmal, ich will erstmal möglichst viele Gunnar-Stationen jetzt zerstören. Ja, wie ihr seht, die sind auch, habe ich ja schon von gesagt, aber die mit den Giga-Batterien sind auch schon ziemlich gut gegen die Wildings. Ah, da sind sie ja.
Ja, wir brauchen diese Supersternzerstörerwerft. Ja, könnte man, kann man nicht sagen, habe ich abgelesen, aber eigentlich wusste ich es auch schon so, das sieht man eher an dieser Form hier. Stört mich ein bisschen, dass sie meine Schiffe betäuben, aber die sollten das klarkommen, sollten dagegen klarkommen. So, du machst mal das hier, damit du mal hier die Schilder runterkriegst. Ja, wenn du mal treffen würdest. Ja, du hast keine Chance gegen meinen Kolossus-Kreuzer, kleine Gunnar-Station. Ich glaube, die Gunnar-Station konnten auch sowas wie Sturm machen, aber das macht die KI nicht. Alter. Welcher. Jetzt solltest du ja erstmal schön die ganzen Bomber und alles weghauen. Sag, das war bestimmt wegen den Bombern. Okay, du bist nicht meiner. Du bist auch nicht meiner, gut. Einer von euch, mach mal hier, damit ihr die Gunnar-Station da schnell kaputt kriegt. Also die Front sieht besser aus. Du machst auch einmal Waffenenergiestärkung. Ich muss mir das ein bisschen aufsparen, weil ich nicht, es waren insgesamt 6 Dauntless-Kreuzer. Deshalb ein bisschen sparsamer sein mit Waffenenergiestärkung. Es lädt sich natürlich auch wieder auf, aber das dauert eine gewisse Zeit. Allgemein kurz einen Überblick verschaffen. Alle Schilder noch gut drin. Ja. Bis auf natürlich den hier. Aber es läuft gut. Habe ich ja gesagt, mit den kleinen Schiffen läuft das besser. Ach nee, das ist einfach so Abwehrstation, okay. Da ist noch ein Dauntless-Kreuzer, da oben ist Wertantrieb verloren. Du nur, ne? Zieh dich mal zurück. Mach du auch mal Sturm. Wir müssen jetzt, glaube ich, gleich 3 Dauntless-Kreuzer schon weg haben. Hast du noch Sturm? Genau, dann hau du mal den da weg. Ja, das läuft wirklich gut. Besser als zum ersten Mal. Du sollst dich zurückziehen. Ihr greift weiterhin an. Scheiße, eine Sekunde zu spät. Alter, seit wann können die Trägerschiffe auch Sturm? Ey, ihr könnt gar keinen Sturm. Was ist das für ein Cheater? Was ist das für ein Cheater? Er kann nicht mal Sturm und Alter, das sah mir meiner nicht glauben. Obwohl, ihr könnt mir das ja glauben, ihr habt es ja gesehen. Ja, du hast auch keine Schilde mehr. Trägerschiffe, ey. Trägerschiffe, diese kleinen Liberator-Kreuzer reißen einfach mal so ein Kampfschiff von mir weg. Ach so, gut, das ist nicht meins. Ja, weißt du was, ihr zieht euch mal hier hinten hin. Da oben sind mir zu viele Bomber. Ich vermisse so ein bisschen die Bomber, die fette Bombermasse von dem Konsortium, das war geil. Mit den Druidenkontrollschiffen dann halt diese richtig fette Masse an Jägern und Bombern zu haben. Das war cool. So, du wirst jetzt hier erstmal fleißig aufräumen. Ja, jetzt zieht euch da mal zurück. Ja, du kommst wahrscheinlich nicht mehr weg. Egal. Du darfst jetzt die Raumstation zerstören, Kolossus. Ja, muss mich gerade ein bisschen noch nebenbei konzentrieren, weil es echt übel ist jetzt mittlerweile. Ich stelle ein bisschen, dass da oben so viele Jäger hat. Aber jetzt können wir meine ganzen Raumüberlegenheitsjäger auch ran. Genau. Lock mal die ganzen Gegner hier ran. Gut, gut. Oh, wir haben erst 19 Minuten, das ist ja auch gut, dann ist der Part nicht so lang.
Macht aber Spaß. Scheiße, hab ich ein Schiff verloren. Ne, du lebst noch, okay. Wer verliert denn da gerade so viel? Ach so, der da oben. Hä, ich hab noch ein Schiff verloren. Ja, wer denn? Ja, sogar werde ich später sehen. Aber es ist natürlich ziemlich scheiße und schmerzhaft, wenn ich jetzt so viele Schiffe verliere. Weil es kostet dann auch wiederum Zeit, die neu zu kaufen und so weiter. Oh, das ist noch ein frischer Dauntless-Kreuzer. Hier, macht den mal gleich kaputt. Ich würde mal irgendwie sagen Trident, das sind aber keine Tridents, das sind MC-75. Keine Ahnung, warum ich immer denke, das sind Tridents. Du solltest eigentlich noch weiter vorrücken bis zur Raumstation. Ihr seid meine, ne? Ja gut. Wenn ihr natürlich immer den gleichen Schiff habt wie der Gegner, dann kommt man immer ein bisschen durcheinander. Ach wie süß. Sorokop Corporation Fabrik. Wir haben auch solche Raumfabriken. Die produzieren ja nur Jäger. Haben wir eine auf Bespin? Aber die sind im Kampf nicht wirklich gut, dass man sagen würde, man braucht jetzt nur für einen Weltraumkampf. So, das Schlimmste müsste jetzt eigentlich vorbei sein. Es muss sich nur noch die Raumstation zerstören und noch die restlichen Fabriken da oben. Oder was da oben noch so rumgammelt. Ach, wir haben auch B-Wings hier. Naja, könnte auch mal Angriffsbewegung machen. Warum willst du nicht nach da oben? Beweg dich! Hör doch mal auf nach einer... Ach, das ist die Raumstation. Oder soll die Raumstation darstellen? Ich hoffe, du kriegst das hin, weil die relativ klein ist. Aber was mir an Allianzmod am besten gefällt, dass die Schiffe so eine unterschiedliche Höhe haben, wie ihr seht. Dass die nicht alle sich gegenseitig im Weg stehen, das finde ich richtig gut. Das hat mich immer gestört. Zum Beispiel dieses große Schlachtschiff, dieser Kolossuskreuzer zum Beispiel, der am meisten Platz verbraucht im Kampf, dann halt relativ oben ist, so dass der nicht die anderen Schiffe bedrängt und sowas. Das hat mich immer ziemlich gestört im Raumkämpfen. Aber das finde ich gut, dass sie das hier gelöst haben. Schade, dass es in sehr wenigen Mods nur ist. Zumindest nur in den Allianz-Mod-Teilen. Was ist denn hier oben noch? So eine Anti-Jäger-Plattform? Anti-Jäger-Waffen war das? Oder so ein Hangar? Ach, noch so ein Teil, okay. Ja, sollte schnell gehen. Obwohl, hier, helf mal, der trifft eh nicht so wunderbar, der Kolossuskreuzer. So, haut mal alles so aus, dass ihr den jetzt wirklich schnell kalt macht, dass wir gewonnen haben. Puh. Ich habe mit Max, ich habe zwei, drei Schiffe verloren. Ich glaube, drei Schiffe habe ich verloren. Komm, guck uns das mal so an. Das sieht echt so aus wie so ein realistischer Satellit von den Menschen, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Yay, Alter. Das war glaube ich unsere längste Raumschlacht, die wir bis jetzt hatten. In dieser Staffel. Pfund, aber auch noch schlimm. Ah doch, zwei Schiffe habe ich verloren. Okay, das geht ja noch. Puh. Das habe ich glaube ich verloren, ne? Und kaufe nochmal davon ein. Gut Leute, dann würde ich sagen, was ist jetzt hier und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.